So, yo Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Golden Sun 2, die vergessene Epoche. Im letzten Part haben wir Madra erkundet, bis auf dieses eine Gebäude hier. Das Gefängnis, wir haben schon einiges drüber gehört, ein junger Champa soll hier angeblich eingesperrt sein. Und der Älteste hat wohl darauf plädiert, dass dieser junge Champa, dass dieser junge Mann gar kein Champa ist und unschuldig eingesperrt wurde. Und die Dorfbewohner, oder besser gesagt Stadtbewohner, Madra ist ja eine Stadt, pardon, sind einfach davon ausgegangen, dass dieser junge Mann schuldig sein muss, da er auf einem Boot, das an der Ostküste Indras gefunden wurde, aufgegabelt wurde. Und dementsprechend haben sie ihn für einen Schuldigen gehalten, für einen Champa und wollten ihn einbuchten. Und wir wollen uns diesen Gefangenen gleich mal selbst ansehen, aber erstmal reden wir mit den Leuten. Es ist mir egal, was der Älteste sagt, der Gefangene ist ein dreckiger Champa-Abschaum. Solange seine Unschuld nicht bewiesen ist, soll er meinetwegen verrotten. Starke Worte. Wir haben diesen Bewusstlosen vom Boot geborgen und ihn ins Gefängnis geworfen, aber er behauptet ständig, dass er gar kein Champa sei. Mein Partner hat das Gefängnis bewacht. Als die Champa angegriffen haben, hatte er solche Angst, dass er das Weite gesucht hat. Was für eine Schande. Mein Freund hat Wache geschoben, als Briggs Leute angegriffen haben. Wer würde die Bedrohung, eine Bedrohung wie Briggs wohl freilassen? Sehr schön, wie ihr euch gegenseitig die Schuld zuschiebt. Gib's zu, du bist ein Mitglied der Champa, nicht wahr, Aaron? Sprich, oder dein Schweigen wird deine Verdammnis sein. Ich sagte es doch bereits, ich bin kein Champa. Woher bist du dann gekommen? Aus dem Herzen der östlichen See. Auch wenn ich es genauer beschreiben würde, ihr würdet mir niemals glauben. Sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir spreche. Willst du dich etwa über mich lustig machen? Ich flehe euch an, erzürnt mich nicht. Oh wirklich? Und was geschieht, wenn du richtig sauer bist? Hey Shin, vielleicht solltest du ihn nicht herausfordern. Hey, es war ja nicht deine Freundin, die während des Angriffs verletzt wurde. Es tut mir leid, dass sie verletzt wurde, aber ich kann nicht... Ich brauche dein Mitleid nicht, du Monster. Okay, schade, zu schnell geklickt. Hör auf, bitte, selbst meine Geduld hat ihre Grenzen. Hey, möchtest du nicht auch wissen, was er tun will? Ich denke, wir sollten ihn besser in Ruhe lassen. Wenn meine Worte deine Wut nicht abkühlen können, dann... Oh, das hat Synergie. Warst du das? Was hat dein Freund denn erwartet? Du Ungeheuer. Ich bin kein Ungeheuer. Hilfe! Dieser Mann, er muss ein Adept sein. Ja, das glaube ich auch. Natürlich, er hat eben eindeutig Synergie eingesetzt. Vielleicht sollten wir ein wenig mehr über ihn, in Erfahrung bringen. Das sehe ich ganz genau so. Deswegen werde ich jetzt auch direkt mal zu ihm hingehen. Ach, wann wird der freundliche Älteste endlich kommen und meine Gefangenschaft beenden? Ich habe nicht die Zeit zu warten, aber ich möchte niemanden verletzen. Kann ich deine Gedanken lesen? Warum habe ich meine Synergie im Zorn eingesetzt? Ich darf nicht die Kontrolle verlieren. Meine Taten dürfen niemals mein Bedauern hervorrufen. Ich fühle, wie jemand Synergie einsetzt. Diese Person, kann es sein? Nein, er gehört nicht zu meinem Volk. Wann werde ich endlich wieder freigelassen? Offensichtlich kommt er aus einem Volk, das komplett mit der Gabe der Synergie gesegnet ist. Oh mein Gott. Nochmal total viel Info. Ist Aaron geflohen? Scheinbar nicht. Oh, ich bin so erleichtert. Dann ist Aaron also nicht geflohen? Wenn er geflohen wäre, hätte ihn der Älteste nicht länger in Schutz nehmen können. Aber so wie es scheint, gab es wohl ein Handgemenge. Die Zelle ist völlig in Unordnung. Ich frage mich, was da wohl vorgefallen ist. Es scheint, als wäre Aaron ein Mann voller Mysterien. Nicht zuletzt wegen der Art des Bootes, in dem er hierher gekommen ist. Oh, ihr da. Ihr seht wie Reisende aus. My Lady, dies ist kein günstiger Zeitpunkt, um mit Reisenden zu sprechen. Schon in Ordnung. Dieser hier hat so sanfte Augen.
Wann seid ihr angekommen? Und wohin seid ihr unterwegs? Milady, bitte. Wollt ihr nach Hosenia? Ja. Ich wusste es. Um die Brücke nach Hosenia zu überqueren, braucht man doch eine Genehmigung, oder? Dann erteile ich diesen vier Reisenden hiermit meine Erlaubnis. Überbringe sofort diese Nachricht. Und weg ist er. Ihr alle dürft eure Reise fortsetzen und in Hosenia einreisen. Warum hat sie uns das jetzt einfach so genehmigt? Das wirkte gerade so zusammenhangslos. Das würde ich sie gar nochmal fragen. Warum? Mein Vater war dagegen, den Mann einzusperren, den man auf dem Boot gefunden hat. Aber die Leute in der Stadt waren wegen der Champa so in Aufruhr. Deshalb haben sie ihn ins Gefängnis geworfen. Offensichtlich sagst du mir auch nicht mehr. Aber das freut mich, dann können wir jetzt auf jeden Fall weiterreisen. Ich wusste gar nicht, dass man da eine Genehmigung für braucht, um weiterzureisen, aber okay. Wenn das so ist, dann bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für die Genehmigung, die wir hier erhalten haben. Auf jeden Fall. Und damit können wir jetzt wohl diesen ganzen Kontinent hier bereisen, denn mit Indra scheinen wir soweit durch zu sein. Wir haben eigentlich die ganze Weltkarte erkundet. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Weg von Madra aus und der führt hier über diese Klippen auf den Kontinent Hosenia, der auch verdammt riesig ist, wenn ich das mal nebenbei so anmerken dürfte. Das wird auch ein Spaß, das Ganze zu erkunden. Und das ist jetzt die Zugbrücke von Madra. Ja, wir haben schon von euch gehört. Wenn ihr nach Hosenia wollt, dann solltet ihr euch besser auf den Weg machen. Alafra befindet sich im Norden von Hosenia. Ihr könnt es nicht verfehlen. Gut, danke für den Hinweis, meine Herren. Boah, habt ihr diese Bäume gesehen? Die sahen voll cool aus. Generell, die Grafik in dem Spiel ist teilweise einfach nur so detailreich. Ich finde das total cool. Und so gelangen wir jetzt an die Klippen von Hosenia, wo wir mit dem Seiltänzer, oder besser gesagt generell über ein Seil, an diesen Ort gelangen können. Ich bin gerade einfach random diesen Weg lang gegangen. Ich wusste gar nicht, dass es ihn gibt, also ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, einen optionalen Weg abzugehen, dann werde ich diese Möglichkeit natürlich wahrnehmen. Zumal er uns auch noch eine Schatztruhe einbringt. Mit dem Piratenschwert. Sollte ich vielleicht lieber nicht ausrüsten, sonst halten mich die Dorfbewohner noch für einen Piraten. Wobei, ich will das eigentlich... Ja, siehst du, Jenna kann es nämlich auch ausrüsten, das hatte ich mir schon irgendwie gedacht. Dann lasse ich Felix lieber seine Theme, sagst, da ist er viel stärker. Und hier wurde offensichtlich ein Boot zerstört. Okay, und hier komme ich nicht mehr weiter, gut, alles klar. Kriegen wir irgendwelche Infos zu diesem Boot? Das ist ein Champa-Boot. Man kann ihr Wappen auf der Flagge erkennen. Die Flugwelle hat sie sicher hier auf Grund laufen lassen. Ah, wir erinnern uns, ne? Die Flagge, die haben wir bei dem Schiff an der Ostküste Indras nicht gesehen. Ah, da erinnern wir uns noch dran. So, hier komme ich auch ganz genau nirgendwo hin. Dann führt unser einziger Weg jetzt natürlich nach oben. Seht euch nur diesen Schaden an. Die Welle muss von gigantischem Ausmaß gewesen sein. Ja, war sie auch. Sie hat den ganzen Kontinent verschoben. Wie viele der Champa wohl in dem Wrack ihr Leben lassen mussten? Will ich eigentlich gar nicht wissen. Moment mal, wenn das ein Champa-Schiff ist, dann heißt das ja, dass Aaron kein Champa ist. Warum also muss der älteste Briggs finden, um seinen Namen reinzuwaschen? Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade. Man sollte einfach mal die ganze Bevölkerung von Madra hier hinführen und dann würden sie die Wahrheit schon erkennen und Aaron endlich freilassen. Und somit, Leute, betreten wir jetzt einen neuen Kontinent, den Kontinent Hosenia, der aussieht wie eine gigantische Erdnuss. Ich möchte erstmal hier oben die Küste ein bisschen abgehen. Und, ach, schade, wir haben eine kaputte Brücke. Und ein paar neue Gegner, ein Grindelo und ein Dino. Also wir werden erstmal diesen absurd hässlichen Pitbull auf zwei Beinen angreifen. Wir sollten jetzt mit unserer neuen Waffe, dem Piratenschwert, auch einen ganz anderen Schaden austeilen können. Oh ja, der ist ganz gut. Und der Grindelo hat sich auch noch geschützt. Oh, das ist eine geile Fähigkeit. Das ist eine geile Fähigkeit. Das ist eben jetzt ähnlich wie mit der Themis-Axt. Auch Cosmas magischer Stab hat eine Spezialfähigkeit, Düsternis, die dafür sorgt, dass unsere Gegner einschlafen. Und das ist natürlich verdammt praktisch. Und wir kriegen ja massig EP. Das ist ja richtig geil. Okay, hier oben ist ziemlich genau nichts.
und auch diese Brücke hier, Brücke nirgendwo hinführt, werde ich mich erstmal ein bisschen südwärts wenden. Und auch Jennas Piratenschwert hat natürlich eine Fähigkeit, die Traumflut. Die haben wir gerade auch nochmal gesehen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht allzu übel, dass ich hier jetzt das Gameplay von vornherein nicht großartig erklärt habe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ziemlich viele Leute gibt, die das Spiel hier schauen und entweder die Spiele gespielt haben oder die einfach den ersten Teil des Let's Plays schon bei mir oder bei irgendjemandem anderen gesehen haben. Und da das Gameplay sich ja jetzt vom ersten Teil zu dem hier eigentlich null verändert hat, bis auf die Tatsache, dass es eben ein bisschen mehr optionales Zeug gibt in diesem Teil hier, ja, denke ich jetzt eigentlich nicht, dass ich das Gameplay nochmal komplett neu erklären muss. Denke ich eigentlich nicht. Fände ich doch ein bisschen unnötig, muss ich ehrlich sagen. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen hier in Oceania bleiben, das kann ich euch direkt schon mal versprechen. Ah, Encounter, please. Ich hatte wirklich, bis ich das Projekt begonnen habe, hatte ich wirklich den Eindruck, oder habe ich in dem Glauben gelebt, sagen wir es mal lieber so, dass die Encounter-Rate im zweiten Teil niedriger ist. Ist sie aber wirklich nicht. Ich habe das schon im letzten Part gesagt, aber es ist wirklich krass. Die Encounter-Rate kommt mir mittlerweile kein Stück niedriger vor als vorher. Und Felix ist gelevelt. Sehr schön. Und Jenna ebenfalls. Perfekt. Hier gibt es noch eine kleine Halbinsel, von der ich keine Ahnung habe, wo sie mich hinführt. Okay, wo soll das hinführen? Es geht auf jeden Fall weit in den Süden. Und auch Cosma ist damit gelevelt. Führt das eigentlich irgendwo hin? Das führt auf diese ganze Ebene hier, müsste es auf jeden Fall noch führen. Okay, hier gibt es nichts mehr. Kann ich fliehen, bitte, bitte? Och, gut. Das hätte wieder Stunden gedauert, diesen Troll zu töten. Oh, die haben einfach so viele KP, das ist unnormal. Also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf so einem riesigen Teil der Map einfach nichts gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Hier muss es doch irgendwas geben. Sonst hätte man das ja nicht ins Spiel eingebaut. Aber was könnte das sein? Ich habe es gerade auch ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung. Moment mal. Ja, wir sind gerade hier drüben. Oder war hier oben noch was? Nee, okay. Vielleicht gab es anderweitig nochmal irgendwo was. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich habe es gerade wirklich nicht mehr im Kopf. Hier könnte noch was sein, weil wir haben jetzt die südliche Hälfte dieser Gegend, die ich gerade eingekreist habe, die haben wir jetzt noch nicht erkundet, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was das sein sollte. Hier drüben waren wir noch nicht. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine Brücke. Also irgendwas muss hier sein. Wenn hier eine Brücke ist, dann muss hier irgendwo was sein. Das geht gar nicht anders. Aber ich habe da oben gerade irgendeine kleine Textur aufblitzen sehen. Also nur den schwarzen Rand. Aber ich habe da gerade was gesehen. Irgendwas muss da sein. Okay, es war eine Baumtextur. Stark. Mikasala. Es ist lange her, seit es Besucher nach Mikasala verschlagen hat. Ich will eigentlich jetzt nicht noch einen Ort erkunden. Naja. Eigentlich würde ich... Leute, pass auf. Wir merken uns den kleinen Ort. Er ist ja jetzt auf unserer Weltkarte eingezeichnet. Und wir erkunden das einfach mal ein bisschen weiter. Wir sollten uns ja nach Norden wenden, wenn wir nach Al-Hafra kommen wollten. Deswegen versuche ich jetzt mal so weit wie möglich nach Norden zu gehen und wenn das nichts wird, dann müssen wir eben wieder den langen Weg zurück zu den Klippen antreten.
Das ist eben wirklich so eine Sache, die finde ich ein bisschen schade an den Golden Sun Spielen. Man muss halt wirklich irrwitzig viel laufen. Es ist nun mal wirklich so. Man muss einfach so viel laufen, da man eben wirklich bis zum Ende des Spiels keine Möglichkeit hat, irgendwo abzukürzen. Man muss sich alles selbst erlaufen. Und so kommen wir jetzt auch in die Höhle von Osenia. Und ich glaube nicht, dass ich hier schon was machen kann, oder? Nee. Nee, Moment, hier sollen wir wirklich erst später hin. Hier sollen wir erst später hin. Gut, da muss ich jetzt wohl wirklich bis nach oben zurücklaufen, bis zurück zu den Klippen. Das wird jetzt ein richtig langer Weg. Und ich würde sagen, Leute, ich schneide euch den einfach raus. Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Es hat jetzt ungefähr 4 Minuten gedauert, bis hier hinzulaufen. Aber okay, ich habe noch mal kurz auf die Weltkarte geguckt. Und tatsächlich ist der einzige Weg, der uns noch offen steht, der Weg in dieses Wüstengebiet offensichtlich hier hinein. Und das ist die Yampi-Wüste. Das war der einzige Weg, der uns noch offen stand. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Es sieht auf den ersten Blick ja schon mal recht ähnlich aus. Mit dem Pfahl dort sieht es ja schon mal ein wenig ähnlich aus. Wie, sag schnell. Wie das Dekan-Plateau. Es erinnert mich ein wenig daran. Aber na gut, wir werden ja sehen, ob es sich ähnlich spielt. Und Felix hat die Synergie Heilwasser erlernt. Und Jenna erlernt Hindernis. Und was, Cosma, lernst du auch noch was? Nee. Ach, du hast die Serie mal wieder kaputt gemacht. Mann, Cosma. Können wir hier irgendwas machen? Sieht gerade nach Hammer. Okay, gut. Können diese Fehler also tatsächlich mit Hammer in den Boden stampfen? Und es ist eine sehr angenehme Abwechslung im Vergleich zum ersten Teil, dass wir uns hier nicht in irgendwelchen Oasen abkühlen müssen zwischendrin. Das ist eine sehr angenehme Sache. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die... Ah, wie hieß sie denn? Wie hieß denn die erste Wüste? Die Lamakan-Wüste, genau. Ob ihr euch daran noch erinnert, aber das war ja echt... Boah, das war ja grausam. Und dieser Ring hier scheint unsere KP anzuheben, aber genau deswegen würde ich ihn am liebsten Cosma geben. Sie kann den auch gleich mal anlegen. Weil du brauchst mehr KP von uns allen definitiv am meisten. Die zusätzlichen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Die zusätzlichen KP von uns allen am meisten. So. Ich finde auch die Formulierung so geil. Sie heult auf. Wie soll ich mir das vorstellen? Weißt du, da hältst du so eine Waffe und da so... Oder irgendwie sowas. Ich stelle mir das komisch vor. Weißt du, da hältst du so eine Axt in der Hand und mit einmal kommt sowas. Es ist schon ein bisschen komisch. Und ich weiß auch nicht, warum ich diesen Pfahl hier jetzt in den Boden gestampft habe. Just for the lols und so. Ich werde auf jeden Fall nochmal den anderen Weg abgehen, denn es gab noch einen anderen. Und ihr wisst, ich gehe immer alle Wege ab, weil ich nicht weiß, wo man hier noch Schätze finden könnte und wo nicht. Es lohnt sich halt in diesem Spiel eigentlich immer, alles Optionale abzugehen. Und okay, hier haben wir so ziemlich nichts weiter. Dann gehen wir doch unten lang, wo wir gerade schon mal waren. Manch einer mag das jetzt albern finden, dass ich wirklich alles abgehe, aber es lohnt sich halt manchmal einfach wirklich, weil stellt euch mal vor, hier oben wäre jetzt der richtige Weg gewesen und ich hätte diesen Optionalen hier einfach weggelassen, hätte ich den Wächterring jetzt nicht. Also es ist verdammt wichtig, alles optional abzugehen. Und ich mache das auch immer zuerst, weil ich sonst wahrscheinlich vergesse. Und manche Wege wirken einfach optionaler als andere. Und das da oben sieht wieder mega nach Cutscene aus. Oh mein Gott. Können wir Briggs nicht einfach vergessen? Nein, ich werde nicht aufhören, nach ihm zu suchen. Es muss einen Weg durch diese Wüste geben. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Jetzt muss ich meinen Sohn als Bürgermeister beweisen. Also, mein Sohn, wie planst du, uns durch diese Wüste zu führen? Oh, ich kann mich ja wieder bewegen. Wie ihr seht, besteht der Älteste darauf, einen Weg zu finden. Er ist überzeugt davon, dass der einzige Weg nach Al-Hafra durch diese Wüste führt. Wasser, meine Kehle ist völlig ausgetrocknet. Es hat keinen Sinn. Oh, diese Wüste, es ist so heiß hier draußen. Ich bin schon ganz wirr im Kopf. Hätte der verwünschte Pirat Briggs nicht die Brücke zerstört, wären wir auch nicht hier. Vielleicht finden wir ihn nicht. Vielleicht finden wir ihn nicht, aber ich kann euch versprechen, dass Aaron an seiner Stadt bezahlen wird. Ah, okay, jetzt verstehe ich den Satz. Okay. Wir sind den Piraten von Madra bis hierher gefolgt. Seid ihr auch auf dem Weg nach Al-Hafra? Ja, sind wir. Indeed. Ich glaube nicht, dass ihr es durch die Wüste schaffen würdet.
Ihr hättet vielleicht die Brücke überqueren sollen, die ihr auf dem Weg hierher gesehen habt. Die war aber kaputt. Vater, wie soll ich uns nur durch diese Wüste führen? Ich glaube, du überschätzt meine Fähigkeiten. Okay, hier geht's schon mal nicht durch. Ja gut, ich würde auch euch raten, erstmal einen Pfad zu suchen, wo ihr mit euren Hitboxen durchpasst. Zum Beispiel diesen hier. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo er mich hinführt. Na, ich möchte nochmal zurück. Da unten gab es noch einen Pfad. Da bin ich jetzt konsequent. Okay. Ein Pfad voller Nichts, wie mir scheint. Okay, es fängt schon an, mich zu verwirren. Aber diesen Pfahl hier werde ich definitiv nicht in den Boden rammen, da ich dort nachher noch drüber springen kann. So sieht es zumindest aus. Deswegen werde ich erstmal den anderen Weg erkunden. Hier vorne haben wir noch einen Pfahl, den muss ich jetzt aber nicht noch reinhauen. Das ist relativ sinnlos. Na gut, okay, ich sehe schon. Ah, ich muss die Pfähle hier irgendwo in den Boden rammen, sonst komme ich hier gar nicht weiter. Okay, dann nehme ich erstmal den. Aber es scheint wirklich so, wenn ich die Pfähle oben lasse, dann bringen sie mich irgendwo hin. Ich weiß nur nicht, wohin. Das ist eben jetzt der Punkt. Eine Spinne, ganz neuer Gegner, haben wir noch gar nicht gesehen. Aber Leute, ganz ehrlich, ich würde eigentlich fast schon sagen, dass wir die Yampi-Wüste im nächsten Part zu Ende machen. Das erscheint mir eigentlich am sinnvollsten. Wir haben heute schon mal ein bisschen... Oh Gott, ein Djinn. Okay, gut. Jetzt verstehe ich auch den ganzen Aufwand um das Rätsel hier. Okay, den möchte ich unbedingt haben. Aber Leute, wie wir diesen Djinn bekommen, das werden wir erst im nächsten Part sehen. Ich hoffe erstmal, dass ihr Spaß mit diesem Part hier hattet. Und zwar so viel, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und, wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall diese Wüste hier weiter erkunden und uns diesen Djinn holen. Das werden wir gleich am Anfang erledigen, sofern wir das schon können, aber es sieht stark danach aus. Und wow, so viel Schaden für eine Spezialfähigkeit. Okay Leute, also ich würde sagen, bis zum nächsten Part und ciao.